eine Kirche in Nyamata, südlich der ruandischen Hauptstadt Kigali. Hier suchten vor 20 Jahren 5000 Tutsi Zuflucht vor den Hutu-Angreifern. Doch nur wenige von ihnen überlebten. Ihre Habseligkeiten befinden sich immer noch in der Kirche, um den Toten zu gedenken. Jean Bosco Rurangirwa hat sich damals unter den Kirchenbänken versteckt. Unter den toten Körpern seiner Angehörigen überlebte er und floh in der Nacht in die Berge. Manchmal glaube ich einfach, den Verstand zu verlieren. Ich habe so viele Tote gesehen. Es waren bestimmt 200. Darunter waren meine Frau, mein Vater, meine Tochter und mein Sohn. Ich bin verrückt geworden. Vor 1994 gab es in Ruanda gar kein Wort für Trauma. Psychische Krankheiten wurden von traditionellen Heilern behandelt. Nach dem Genozid bestand dann aber ein akuter Bedarf. Der Staat legte ein Programm auf, um den Geschädigten zu helfen. Heute steht zumindest ein Psychiater in jedem der rund 40 Regionalkrankenhäuser als Ansprechpartner bereit. Vestine Mukandahiro war 13, als sie während des Völkermords vergewaltigt wurde. 9 Monate später kam ihre Tochter zur Welt. Noch heute hat sie Probleme, ihr Kind zu akzeptieren. Erst eine Gruppentherapie konnte ihr helfen, Frieden zu finden. Durch die Therapie konnte ich die Vergangenheit hinter mir lassen. Stück für Stück kann ich mich von dieser Last befreien. Es ist ein langer Prozess, nach einer traumatischen Erfahrung psychisch zu gesunden. 20 Jahre nach dem Völkermord leidet noch rund ein Viertel der Überlebenden an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch 2 Jahrzehnte nach dem Genozid sind diese unsichtbaren Narben noch längst nicht verheilt.